Es ist Freitag, der 25. März 2022. Guten Abend nochmal und recht herzlich willkommen. Pack and Goal, die Highlights. Die Playoff-Viertelfinals sind lanciert. In dieser ja, ersten Vollrunde, nachdem ZSC Lions gegen den EC Biel schon Mittwoch gestartet sind. Eure Experten, der Ueli Schwarz und der Thomas Walser. Spannende Match haben wir erlebt. Und was wir eben vor allem auch erlebt haben, ist volle Stadien. Schauen wir mal das an, die Choreos, die wir hier eingefangen haben am heutigen Abend aus diesen vier Stadien. Rapperswil, dann haben wir Zug, Biel und Fribourg-Gottéron. Also nur schon die Bilder und ich kann noch schnell eine Zahl sagen. 28.755 Zuschauer in den Schweizer Stadien heute Abend. Back to the roots. Ja, wunderschön. Wir haben die Choreos gesehen. Ich glaube, wir kennen alle die Situation rund um Corona, dass man jetzt die Möglichkeit wieder hat, für den Moment das Stadion zu füllen, den Fans. Es ist einfach Playoff-Zeit, oder? Alle freuen sich. Es ist der richtige Moment zum Hockeyspielen. Wir haben heute eigentlich schon eine sehr spannende und gute Runde gehabt. Das ist genau das, was wir glaube ich, alle haben wollen. Ja, und es zeigt einfach auch wieder, wie sehr die Fans gefällt haben und wie sehr sie sie auch braucht. Gerade mit den Choreos, die sie da wieder überall zustande gebracht haben. Ja, es braucht es extrem. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr oft darüber geredet, wie ist es eigentlich für die Spieler gewesen, weil keine Zuschauer sind da gewesen. Und ich habe letztes Jahr öfters hier am Tisch gesagt, ich habe eigentlich die Spieler extrem bewundert, weil sie genau gleich viele Emotionen ins Spiel können bringen. Aber ich glaube, das da ist jetzt halt gleich nochmal eine Steigerung und eine zusätzliche Motivation, weil es ist auch für die Spieler natürlich halt schon etwas ganz anderes vor solchen Kulissen können spielen, ist klar. Ja. Und gleich auch wahrscheinlich sicher auch Bewunderung gegenüber all diesen Fanclubs, die eben zustande gebracht haben, dass die Fangruppierungen auch zusammengeblieben sind, auch auf diese Saison her wieder und so Choreos eben möglich sind. In dem Sinne liebe Grüße raus an alle Hockeyfans, die heute in der Stadion sind. Wir starten mit den Highlights, mit der Serie zwischen den Rapperswil Jona Lakers und dem HC Davos. Jawohl, Rapperswil Davos. Vor drei Jahren war das noch das Playout-Finale. Und in diesem Jahr spielen sie gegeneinander im Playoff-Viertelfinal. Die Rapperswil Jona Lakers mit einer doch sehr hervorragenden Regular Season als dritte, die Regular Season abgeschlossen und jetzt eben auf den HCD getroffen. Der HCD, der letztes Jahr noch in den Pre-Playoffs ausgeschieden ist gegen den SC Bern. Also da haben sich zwei Teams und zwei Ortschaften sehr auf die Playoffs gefreut. Und das erste Goal in dieser Serie macht Renzo Corvi in der 10. Minute, nachdem der andere Sambühl zuerst noch den Pfosten trifft und dann die Rapperswiler die Scheibe wegkriegen. Ich glaube, es fängt an mit einem sehr harten Vorchecken von Davos, weil die Lakers bringen die Scheibe nur ganz schlecht raus und dann kommt sie hier auf die blaue. Und dann gewinnen sie zweimal einen Zweikampf gegen die beiden Lakers-Verteidiger. Das ist ein Goal, das hundertprozentig vor allem dem Willen zuzuschreiben ist. Ja, da ist er drin, in der 10. Minute, der Renzo Corvi. Nachher haben wir den Ausgleich von der Rapperswil Jona Lakers. Und zwar in der 23. Also wir sind hier im zweiten Drittel und es macht ein ehemaliger Davoser Junior, der 21-jährige Gianmarco Vetter. Super gut umgeschaltet von Rappi. Man sieht es gut. Jetzt Zatarić, Ryan. Sieht das Wetter. Es gibt zwei Eins-Situationen. Hat die Option selber zu schiessen, was er auch macht. Super gut geschossen. Hätte aber auch die Möglichkeit gehabt, auf den Mitchell zu spielen. Aber ganz eine schwierige Höhe für den Goal. Es war aber heute Abend generell ein bisschen ein Thema gewesen. Unnötige Scheiben verlöscht. Das war es eigentlich auch hier gewesen, weil Davos hat die Scheibe eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Und er hat Konter. Und dann haben wir hier das 2:1. Yannick Lennart Albrecht, 31. Minute, Rappi kehrt den Match und führt. Ja, da super gespielt. Der Verteidiger Profiko kommt hier, sehen wir gut, kommt tief unter die Grundlinie. Und für mich entscheidend ist der Lammer vor dem Goal, wo der Prassel mitzieht. Und es gibt einen kurzen Moment, wo der Albrecht ein bisschen Zeit und Platz hat. In dem Moment wird er angespielt, ein Direktschuss, sehr gut rausgespielt. Wir gehen sowieso weiter. 37. Minute. Die Rapperswil Jona Lakers können auf 3:1 erhöhen. Kalle Kossila. Frecher Versuch vom Winkel. Steht einen Meter oberhalb der Grundlinie. Trifft nachher haargenau. Aber durch das wird natürlich der Weg für Ashley Mann noch weiter bei so einem Querpass. Oder? Wenn er so weit draußen steht und bricht ihn genau oben rein.
Super Schuss. Oli, was hast du von dieser Serie erwartet? Man hat immer wieder mal gehört, das könnte eine sehr enge Serie geben. Ich persönlich habe sie 4-3 tippt, also über 7 Spiele. Ich habe es für Davos tippt. Aber wir sehen, dass die beiden Mannschaften sehr, sehr eng beieinander sind. Und das ist eigentlich schon Head-to-Head die ganze Saison so gewesen. Ja. Vor allem, wenn man es analytisch hat angeschaut hat. Also die Differenz zwischen den beiden Equipen war der ganze Winter so gewesen. Und jetzt mal ausklammern, dass sie gegen Aschua oder so gespielt haben, sondern nur, weil sie eben Head-to-Head gegeneinander gespielt haben. Und darum habe ich das Gefühl, diese Serie die wird es noch. Ich würde es noch beschäftigen. Ja, und man kann gleich sagen, dann aber im Mitteldrittel bis eben so nach der 45. Minute dann auch, hat vor allem ein Team gespielt, respektive vor allem ein Team Goal geschossen. Und da kommt es 4-1 und somit doch ein bisschen Abstand für die Rapperswil-Jona-Legers. Gianmarco Vetter mit dem zweiten Goal. Ja, das ist ein Goal, das man eigentlich nur anschauen und geniessen kann. Wahnsinn Schuss, sehr platziert. Sehr schön, wie er da noch Bewegung macht. Aber was wir hier auch müssen sagen müssen, ist, der Kollege vom Wetter, der jetzt hier in Wellinger fährt, hier, er ist natürlich sensationell. Oder? Und wenn er das nicht macht, wenn er nicht dort auf den Wellinger auffährt, hat der Wetter gar keine Zeit. Kann er einen Schritt in die Mitte machen und einen gezielten Schuss ansetzen. Das war ein super Support in der Angriffszone. Und der Gianmarco Vetter, der hat letztes Jahr im Viertelfinal Rapperswil gegen Lugano, in Lugano, Rappi ins Halbfinale geschossen. Genau. Das ist ein Playoff-Spieler. Sieht so aus, ja. Ja, absolut. Gut recherchiert. Aber ja, ist effektiv so. Und heute macht er 2 Goal gegen den HC Davos. Der Gianmarco Vetter also zum 4-1, den er getroffen hat. Und dann der HCD. Über 6 Minuten noch zu spielen. Sandro Eschli mal vom Eis genommen. Natürlich. Da musst du riskieren. Und es ist dann eben aufgegangen. Es ist 6 gegen 4, weil noch Strafe läuft. Also. Dann ist natürlich klar. Und es ist aufgegangen. Matthias Bromé mit dem 2-4. Ich glaube, alle warten auf den Schiedsrichter bei den Lakers hier. Man sieht, dass die Hand oben ist. Und irgendwie spielen die 4 Roten gar nicht mehr richtig. Wie wenn sie das Gefühl haben, ja, es ist fertig, jetzt schauen sie den Schiedsrichter. Wow, das darf nicht passieren. Du musst spielen, bis der Pfiff ist gekommen. Aber ich habe das Gefühl, man hat aufgehört zu spielen. Ist mir erst jetzt gerade aufgefallen. Thomas Walser ist sprachlos. Nein, du hast völlig recht. Also, sie waren alle statisch gewesen und ja, nach dem Goal war es eigentlich so ein bisschen symptomatisch gewesen. Gerade Blick zum Schiedsrichter. Ja. Und man war als erstes 4-2 gewesen, aber gibt ja dann nochmal eins. Und unter Umständen natürlich ein Zeichen in so einer Situation. Ja, es hat noch mal eins gegeben. Dann im Powerplay, dort 56. Minute, Dominik Gegli auf Pass von Bromé. Der Ex-Rappi-Spieler mit einem ja, zünftigen Jubel. Ich würde aber auch sagen, mit einem zünftigen Schuss. Ja. Ja, ich habe das gerne, wenn man so im Rasch in die Zone kommt, die Scheibe zurücklegt und nicht mehr annehmen. Einfach boom, Augen zu und durch, da hat er recht drauf, muss ich sagen. Pfosten Goal, Dominik Egli und Davos kommt einmal her, 3-4. Und sie haben sogar noch gute Möglichkeit gehabt, auf 4-4 stellen. Wieder Sandro Eschlimann vom Eis. 6 gegen 5 und dann ist der Barandun mit einem Pfostenschuss. Hat nicht viel gefällt. Nein, hat definitiv nicht viel gefällt. Auf der anderen Seite oder auch, eigentlich auch eine riesige Dramatik in diesem Spiel. Aus Sicht der Lakers 1-0 hinten, dann 4-1 vorne, am Schluss 4-3 Pfostenschuss. Aber das ist eben wirklich Playoff. Weil jetzt vorher richtig gesagt, du musst einfach bis zum Schluss musst bereit sein. Es kann alles passieren. Volle Halle heute in Rappi. Was wollen wir mehr? Also, man sagt ja immer, Playoff wird auch zu einem Mental Game. Mhm. Und Seich passiert einfach, berndeutsch gesagt, immer wieder. Es kann es geben, dumme Strafe, dumme Scheibenverlust und. Und das Wichtige ist, dass du immer wieder gehen kannst, weg. Das Nächste ist wichtig. Und das ist, ob man hinter der Bank steht oder auf dem Eis steht, ist das extrem wichtig, dass man diese Mentalität entwickelt in den Playoffs von Spiel zu Spiel. Aber jetzt brauche ich eine Floskel, das kostet nicht mehr 5 Stutz. Da beim iSports halt eben auch Shift für Shift, ja, oder?
So ist es. Und man kann doch auch jetzt etwas mitnehmen, zum Beispiel so in der Person von Gianmarco Vetter, so ein bisschen das Selbstvertrauen nach diesen zwei Goals, oder? Er war bei mir am Billeter. Gianmarco Vetter, zwei Goal, zwei super Schüsse. Ist das ein Indiz auch für, ja, wie viel Selbstvertrauen das die Lakers sind und mit wie viel Selbstvertrauen das auch sie spielen? Ja, ich glaube, wir haben eine gute Quali gespielt. Alle haben Selbstvertrauen und das haben wir, glaube ich, heute zeigen. Wir haben sehr hart geschafft, ganze 60 Minuten. Und das wird uns, glaube ich, auch die Oberhand geben am Schluss. Die beiden Szenen auch gegen den HCD, den Verein, den sie so gut kennen, dass sie die zwei Goal schiessen können, dass sie schieben, so passen. Was hat das bei ihnen ausgelöst? Ja, es tut gut, es ist schön. Aber eben, es war ein Spiel jetzt, die Serie ist noch lang. Und ja, wir müssen uns aufs nächste Spiel am Sonntag fokussieren. Ja, der Match ist ja dann auch noch richtig lang geworden für euch, obwohl ihr 4-1 geführt habt. Wie war die Schlussphase für euch? Wie schwierig war es auch, um ruhig zu bleiben? Ja, schon ein bisschen. Wir haben Strafe genommen, das hat sie wieder zurück ins Spiel gebracht. Aber ich glaube, am Schluss, nachdem wir wieder 5-5 waren, haben wir wieder solid gespielt, unser eigenes Goal verteidigt, den Niffi gut verteidigt, er uns geholfen und so haben wir können. Wo sehen wir jetzt den Schlüssel über die ganzen 60 Minuten jetzt nach dem ersten Vergleich, den wir jetzt davor erlebt haben? Ja, ich glaube, wir haben über vier Linien 60 Minuten wirklich alles gekämpft. Und gut, ja, gut gespielt, gut gestartet und ja, das war der Schlüssel gewesen. Danke, alles Gute für die weitere Serie. Merci vielmals. Gianmarco Vetter, also Doppeltorschütze bei diesem Sieg für Trapperswil-Jona Lakers zum Auftakt in dieser Viertelfinalserie mit 4-3. Und dann hat es noch berührende Szenen gegeben, nach dem Match. Und zwar die Fans, die hier ein Transparent aufheben, an Gedenken an den Vater von Igor Zelovac. Da sehen wir Igor Zelovac, der Vater von Igor Zelovac, der gestorben ist am Sonntag. Die Fans, ja, mit einem schönen Zeichen. Und nachher auch die Mitspieler, die dann wieder aufnehmen. Igor Zelovac, die Unterstützung, die er braucht. Und heute mit einem Sieg, also mit den Rapperswil-Jona Lakers, in die Playoff-Viertelfinals gestartet sind. So viel zu dieser Serie. Wir kommen zu Fribourg-Gottéron gegen den Lausanne RC. Ja, und dort hat es ein bisschen Pech gegeben für der Reto Berra, der verliert nämlich einen Kaufen in dem Match. Das ist jetzt keine spielentscheidende Szene, aber ja, das gibt es dann auch jemanden, wobei häufig nicht. Wird natürlich gerade unterbrochen da, das Ganze. Ja, kleiner Materialschaden. Ah, wo noch zurückzieht. Zieht sich eigentlich die Kufe selber ab. Wie gesagt, nichts spielentscheidend, aber eine Szene, die es eben gegeben hat in diesem Match. Und dann gehen wir hier in die 20. Minute rein. Kurz vor Ende des ersten Drittels, da sehen wir leider die Uhr nicht, aber da schiesst der Kylian Motte. 1-0, 24 Sekunden vor Schuss im Powerplay. Ja, extrem, extrem wichtig für Fribourg. Ich glaube, sie haben extrem viel Druck gehabt, aber in dem ersten Spiel. Und was da der Motte macht, ist Weltklasse. Also fängt an mit dem Pass vom Di Domenico. Und Brodin vor dem Goal. Also, der Motte hat eben auch das nötige Selbstvertrauen, aber wirklich wunderschön gespielt. Das war das 1-0. Dann gehen wir ins Mitteldrittel, 30. Minute, wo Lausanne, das Team, das kämpfen hat müssen gegen Ambri, sich die Playoff-Viertelfinals erkämpft hat, eine gute Möglichkeit, um den Match auszugleichen. Geht aber in die Latte, der Schuss von Joel Cenazzi. Da haben wir schon auch einige gehabt. Pfosten, Lattentreffer am heutigen Abend. Ja, es ist sehr wenig gefällt. Ja, ist, und bei vielen Spielen wirklich alles enge Spiel und eben Kleinigkeiten, die können entscheiden können. Ja, es hätte der Ausgleich sein können. 3 Minuten später ist es aber ein Shorthander. André Bückhoff. 2-0. Ja, der versorgt er extrem gut hier. Und das ist auch clever, ein Böck hinten raus. So ein Flipper ins offene Eis. Und dann, der Schuss war absolut klasse gewesen. Und man sieht im Saat den Henke. Die Überzeugung, wie er den schießt, das war super. Und auch nicht so selbstverständlich, weil er doch auch ein bisschen Mühe noch gehabt, diese Saison. Ja, das wird ihm enorm helfen, jetzt den Weg zu finden in die Serie. Aber ich glaube, es war ein sehr, sehr, sehr enger Match heute.
Und es ist etwas typisch, wenn man wieder die Head-to-Head anschaut. Die haben fünfmal gegeneinander gespielt, die beiden Teams, oder sogar sechsmal. Ich glaube, fünfmal. Die Spiele waren eigentlich sehr eng, aber wenn man es nur analytisch anschaut, also nicht nach Goal, nach Resultat, hat eigentlich Lausanne alle Vorteile bei sich gehabt. Ausser Special Teams. Mhm. Und das hat der Unterschied gemacht. Da war Freiburg einfach klar besser. Sie sollte das Powerplay gehen. Sie sei sie runterzahlt. Das ist nicht unbedingt vielleicht die Steche von Freiburg, aber zeigt, Lausanne hat riesen Mühe gehabt, schon gegen Ambri im Powerplay. Und ja, das sind auch die Details, die entscheiden. Ja, es ist bei diesen zwei Goals geblieben. Wobei Lausanne hat eben noch gute Möglichkeit gehabt, gleich auch noch den Anschlusstreffer zu machen. Jetzt kommt dann dort aber halt noch ja, Pech halt dazu, wobei eben, es ist dann dort gleich auch eine Strafe gewesen, klar. Und die Schiedsrichter haben in dem Fall schon vorher abpfiffen gehabt. Das Goal hat dann nicht gezählt. Dort die Strafe gegen den Miel. Jetzt sieht man es dann, glaube ich, da, wenn er behindert wird, rechts, jawohl. Es ist übrigens, wenn wir den Angriff anschauen, mal abgesehen davon, das klassische Lausanne auf der Rushplay. Das waren sie unglaublich gut gewesen seit dem Januar. Genazzi geht mit, der vierte Mann. Das hat man sehr oft gesehen bei Lausanne. Also 5 gegen 5 auf der Rush sind sie wirklich sehr gefährlich. Und da haben sie wirklich Pech gehabt, dass das gar nicht zählt. Und man könnte, glaube ich, sagen, Freiburg war ready für den Playoff. Ja, Freiburg war ready. Und ich glaube aber nochmal, es ist auch extrem wichtig für Freiburg, dass sie heute den Match zu Hause halten können. Wir haben es vor dem Ende gesagt, gegen Ende der Regular Season war es nicht mehr ganz so einfach. Lausanne ist aus einer Serie rausgekommen gegen Ambri, wo sie wirklich eigentlich schon einen gewissen Rhythmus hatten. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was passiert wäre, wenn jetzt heute Lausanne auch noch eigentlich den Sieg hätte können klauen in Freiburg. Und der Ueli hat es richtig gesagt, es sind die Special Teams, die das Spiel entschieden haben. Aber auch diese Serie, wichtiger Start für Freiburg, aber auch diese Serie wird noch lange nicht fertig sein. Einer, der eben den Match auch entschieden hat, war der André Bickhoff. Und er ist beim Adrian Schmid zum Interview gekommen. André Bickhoff, pourquoi vous avez gagné ce match? On a été un peu plus opportuniste que Lausanne ce soir. Les situations spéciales nous ont souri. On a marqué un but en power play et en box play. On sait que ça peut être la clé dans ces playoffs. Un excellent gardien et puis aussi une bonne assise défensive. On n'a pas paniqué lorsqu'on menait au score et puis voilà, un 0 pour nous. Vous n'avez pas marqué beaucoup pendant cette saison, aujourd'hui un shorthand. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça fait toujours du bien de pouvoir aider l'équipe, surtout en situation spéciale. Voilà, des fois ça rentre, mais j'étais très content de marquer et puis j'ai pu évacuer quelques émotions. Merci beaucoup. Ja, er sagt natürlich sehr glücklich, hat er das Goal gemacht. Ist auch angesprochen worden, eben, dass er doch ein bisschen Mühe gehabt hat auch in dieser Saison. Wird aber gefeiert von den Fans, so muss es doch sein. Sehr glücklich, dass sie das Goal im Powerplay machen können und eben den Treffer, den er gemacht hat, als Shorthander und somit den wichtigen Sieg geholt hat für Fribourg-Gottéron, der also führt in dieser Serie mit 1-0 gegen Lausanne. Wir kommen noch zur letzten Serie und das wäre nicht die letzte, es ist die zweitletzte. Wir kommen zu EV Zug gegen den HC Lugano. Ja, wir haben uns gefragt vor dem Match, wer knüpft sich der Justin Abdelkader in dieser Serie vor? Und natürlich, es ist der Topscorer Drian Kovács. Ein Duell zweier ehemaliger Teamkollegen. Es hat ein paar darunter gehabt beim HC Lugano, wo ja, letztes Jahr noch Meister geworden sind mit dem EVZ, mit dem Santa Real Atalono und dem Calvin Türkauf und eben mit dem Justin Abdelkader. Auch drum. Wir sind sehr gespannt gewesen, vor allem auch wie Zug aus der Pause kommt, wie Lugano aus den Pre-Playoffs kommt und wir steigen hier ein mit Top-Chancen vom EV Zug. Der amtierende Schweizer Meister, der nach dem ersten Drittel grundsätzlich schon fast 2-0 führen hätte können, wenn der nämlich reingegangen wäre. Von Gregory Hoffmann. In dieser Einstellung sehen wir es ganz gut, wie knapp das auch hier war. Ja, super, Gregory Hoffmann. Position, Kovács, der sehr gut Druck macht. Und eben, wenn er die Chance hat, dort zu schiessen, dann lässt er das Gewehr los. Und mit ein bisschen Pech ist sie leider nur als Latte. Der auch gerade noch die Latte. Nachher im Powerplay hier, kurz vor der ersten Pause. Aber wir haben zusammenfassend doch auch gesagt, Lugano mit einem sehr guten Auftritt in dem ersten Drittel hat das weitergezogen, was sie in den Pre-Playoffs oft gemacht haben, mit dem Forechecking. Die grösseren Chancen hat aber definitiv, glaube ich, Zug gehabt. Und von dem her kann man vielleicht sagen, geht auch die Führung dann in Ordnung, im Mittelabschnitt, 39. Minute. Haben wir es jetzt definitiv geklärt, ob der
gelingt war von Fabrice Herzog. Der Schuss von Gregory Hoffmann. Ich gehe davon aus, ja. Gut. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist nicht abgelenkt. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Oder der Hoffmann hat wieder seine Zeit, die er braucht. Dort. Wir wissen alle, er hat einen unglaublich guten Schuss platziert. Lugano ein bisschen irritiert, weiß nicht ganz genau, was passiert. Und ob jetzt der Schuss abgelenkt ist, worden ist oder nicht. Also so oder so hat der Herzog vor dem Goal einen sehr guten Job gemacht mit dem Screen. Also, im Game Center ist auf jeden Fall der Gregory Hoffmann. Je nachdem wird das vielleicht yes. Nacht noch angeschaut. Yes! Wird das noch angeschaut. Ich glaube, aus Sicht vom EVZ ist es in dem Fall sowieso egal. Der Playoffs genau. Da viel weniger wert. Goal schießt hauptsächlich. Es gibt ein Goal. Also, 39. Minute, das 1:0. Und man hätte auch lange warten müssen im Powerplay. Dann gehen wir hier in die nächste Szene rein. Eine Top-Möglichkeit für Shane Prince. Es ist ja nicht der Genoni, der dran ist, sondern der Pfosten. Wir haben es generell den ganzen Abend immer gesagt, oder das Puck-Management von beiden Mannschaften. Wenn das nicht 100% verhebt hat, hat es relativ schnell gerade eine ganz gute Chance gegeben. Wie wir hier sehen, das ist ein Flüchtigkeitsfehler in der eigenen Zone, der dann gelangt hat, dass eben der Puck nicht präzise dem Kollegen auf die Schaufel gespielt worden ist. Und schon hat Lugano in dem Moment einfach eben eine Möglichkeit, den Verteidiger oder den Böck unter Druck zu setzen und dann gibt es automatisch eine 3-2-Situation. Das haben beide Mannschaften für meine Begriffe sehr gut gespielt. Sie haben immer ein bisschen hinter der offensiven blauen Linie gewartet. Mhm. Und wenn sie gemerkt haben, jetzt gibt es irgendwo so ein Problem mit der Scheibe, sind sie gekommen wie die Feuerwehr, oder? Und haben blitzschnell umgestellt. Und darum das Puck-Management in der neutralen Zone hat heute Abend wirklich eine ganz, ganz grosse Rolle gespielt. Gut, das ist eigentlich immer so. Aber ich würde sagen, das wird sich wahrscheinlich auch weitergehen. Aber so, oder? Wie die beiden Teams gespielt haben, 5 gegen 5, das ist sicher etwas, was wir ein bisschen im Auge behalten müssen für die nächsten Spiele in dieser Serie. Machen wir doch. Und was wir auch im Auge behalten, ist das Duell Shane Prince-Leonardo Cenoni. Das hat nämlich gerade nochmal eine Szene gegeben. Und da sind wir uns, glaube ich, im Studio einig gewesen. Und der Skype-Schiedsrichter Tobi Werli, den wir eingeschaltet haben, auch, das hätte eine Strafe geben müssen. Das Beistellen von Leonardo Cenoni gegen den Shane Prince ist aber nicht geahndet worden von den Schiedsrichtern. Ja, also eben, wir haben es vorhin schon gesagt, so ein guter Pass von Marco Bello auf den Prince. Und offensichtlicher kann es eigentlich gar nicht sein. Und der Schiedsrichter steht so nach. Also gesehen muss es fast. Vielleicht hat er in dem Moment nicht, dagegen. Es ist nicht an mir, den Schiedsrichter zu kritisieren, aber es ist irgendwie 4, 5 Meter, 6 Meter weg, schaut gerade an. Und völlig verständlich in dieser Situation, dass da der Puls von Herrn McSorley wieder mal knapp auf 200 ist, oder? Definitiv. Vor allem in dieser Situation, kurz vor Schluss von diesem Match. Wir gehen jetzt aber noch etwas weiter gegen Ende des Matches. Und dort ist es der Justin Abdelkader. Der, den wir vorher gesehen haben, der da Jan Kovács ein bisschen bearbeitet hat, er kann dann eben auch das. Er steht am richtigen Ort. Ja, da sind wir das ist schon beim Overtime-Goal. Ja. Jawohl, das ist das Overtime-Goal. Vielleicht kriegen wir nachher den Ausgleich von Justin Abdelkader noch. Das ist das Goal von Dario Simeon. Ja, Dario Simeon kommt aus Sicht von Lugano ein bisschen schwierig, oder? Von der Spielerbank. Lugano hat sich gewehrt hinter dem Goal, aber das Duell verloren. Da sieht man es nochmal gut. Der Herzog ist mit am Kämpfen. Senterlich hat den Böck ausgraben. Er sieht den Simeon, der von der Bank kommt. Und der relativ eiskalt, wie er abschließt. Und wobei, jetzt sehe ich, das war der Senterler, Uli, der das Goal am Schluss schiesst. Hat er das sogar noch berührt? Hat er, glaube ich, noch berührt. Also, er ist ja der, der. Also, da steht Dario Simeon. er ist ja der, der Zweikampf gewinnt hinter dem Goal. Und geht dann sofort vor das Goal. Und dann vor das Goal ist es schon möglich, dass er ihn noch berührt hat. Vielleicht werden wir auch hier dann noch ein Update kriegen. Ein kleines Detail, was einfach sehr wahrscheinlich ganz entscheidend war bei diesem Goal. Ist, oder man hat im vierten Drittel, in Overtime, tut man wieder Zeiten wechseln. Das heisst, der Weg vor der Defensivzone zu wechseln. Jetzt wird man es hier noch einmal sehen. Ich kann dann auch fertig reden. Die Kundscheibe hier. Nein, ich glaube, es ist der Stockhand. Der Stockhand, ja. Stockhand. Oder Lugano hat einen extrem weiten Weg zu wechseln. Mit dem Simeon kommt einer vom ersten Sturm rein. Mit dem Vedova ist einer vom vierten getroffen. Sprich, müde Beine, schwere Beine. Und
kommt mit dem Simeon einen frisch von der Bank weg. Das sind so kleine Details, die extrem eine Rolle spielen können. Ich wollte dann noch schauen, wie lange die Spieler schon auf dem Eis waren, bis das Goal gefallen ist. Aber ich bin fast sicher, die waren blau. Also blau heisst einfach keine Beine mehr. Und wir hören noch schnell rein. Beim Dario Simeon, das sagt er nach dem Match, nachdem er das entscheidende Goal gemacht hat. Dario Simeon, der erste Sieg ist sehr wichtig natürlich in der Serie, aber nachdem man so einen schlechten Quali-Schluss hatte, lange Pause, ist der Sieg vielleicht fast mental noch wichtiger als heute. Ja, sehr wichtig, vor allem die ersten Spiele im Playoff daheim. Sehr wichtig, dass wir gewonnen haben. Ende der Regular Season wir haben nicht mehr so gut gespielt, aber haben wir das gewusst und nachher haben eben alles vorbereitet für Playoff. Wir haben gemerkt, der Gegner spielt physisch, Provokationen. Wie schwierig ist es, da ruhig zu bleiben, was wir ja müssten eigentlich? Ja, ich glaube, wir waren bereit. Alle Mannschaften in den Playoffs, sie spielen sehr physisch und darum, wir müssen auch hart spielen und weiterkämpfen. Danke vielmals. Bitte. Merci. Sagt also der Dario Simeon, der Torschütz zum 2:1. Und wir haben noch einen kleinen Knopf gehabt vorher bei dieser ganzen Aufbereitung von den Highlights. Und zwar zeigen wir jetzt doch noch schnell den Ausgleich, den wichtigen Ausgleich. Justin Abdelkader, 57. Minute, weil es dann doch auch noch ein schönes Goal ist. Einhändig. Das ist einfach ein Mann, der vor dem Goal enorm gut ist. Druck aufs Goal hat, Zug aufs Goal. Ohne Rücksicht auf Verluste, läuft durch den Kreis durch, wie wenn er nicht dort stehen würde. Und nachher super, wie er mit einer Hand die Scheibe hoch Heck ablenkt. Und ich glaube, zu provozieren, zu hart spielen, Schlüsselspieler zu irritieren und vor dem Goal den Job machen, das ist das, was er kann. Und das hat ihn 1000 und weiss nicht, wie viele NHL spielen, das hat ihn Millionen verdienen. Und er ist sich eben auch mit 35 noch nicht schade, so zu spielen. Und ja, er weiß genau, was er kann. Und das, was er kann, macht er hervorragend. Und wir können uns vorstellen, der wird fuchsen und nerven, dass jetzt der Match verloren gegangen ist. Und da wird dann einiges kommen von Lugano am Sonntag. Ja, das ist nicht so schön für einen Kovac. Wir sind gespannt, wie das Duell weitergeht. Vor allem auch, wie das Duell zwischen den beiden Teams weitergeht. Für heute hat es also für den EVZ gelangt mit dem 2:1-Sieg. Gehen Sie in dieser Serie in Führung. Wir kommen noch zur letzten Serie. Jetzt aber EHC Biel gegen ZSC Lions. Jawohl, und die Serie ist ja schon losgegangen am Mittwoch, wo der EHC Biel im Hallenstadion gewinnen konnte, das Break geholt hat. Und auch da gehört die erste grosse Top-Chance am Heimteam, am EHC Biel, am Janik Rathgeb. 18. Minute. Könnte also sehr gut schon 1:0 sein. Nach dem Abpraller. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es das war. Es war die Chance vom Hofer. Ja. Das ist Hofer, ja. Aber auch eine gute Möglichkeit. Nicht ja, ganz Glück, das. Glück aus Sicht natürlich von Zürich. Er wäre schon angeschossen worden und hat fast den. Der Böck mit dem Schlittschuh ins eigene Goal gelenkt. Dann gehen wir in die 22. Minute und da startet der Z. Dennis Malgin, Powerplay. Das erste Goal, das sie machen, vorbereitet Andrighetto Noro. Ja, super gut gespielt. Powerplay Umbrella auf der blauen Linie, der Noro, dann Andrighetto auf seiner Position und als Rechtsschütz. Der Topscorer der Malgin, den wir jetzt sehen, mit einem Direktschuss. Sehr gut durch die Box gespielt von Andrighetto. Vor allem die Direktschuss entscheidend, wo ein Goalie von Biel natürlich das Leben noch schwieriger macht zum Verschieben. Das ist eigentlich die Qualität, die Zürich hat und sehr verdient 1:0 führt. Wenn wir jetzt noch schnell die rote Brille anlegen, bin ich überzeugt, das Goal wird vom Coaching-Staff noch mal angeschaut mit der Box. Es gibt einen Moment lang ein Missverständnis in der Mitte der Box zwischen dem Forster und dem Haas, weil sie beide in der Mitte bleiben stehen. Und eigentlich weiss man ja, wenn das Umbrella-Play kommt, dass aussen geschossen wird. Jetzt sieht man, der Haas ist in der Mitte, der Forster ist in der Mitte. Jetzt sieht man es.
Beide tendieren in die Mitte. Passweg völlig frei. Jetzt tut es alles auf, oder? Ja. Und das hat man sehr wahrscheinlich. Aber jetzt, du hast heute einen Satz, reden wir von höherem Niveau. Ich werde wiederholen. Aber nochmal, Walsi, du weißt das auch. Genau solche Spielzüge, die analysierst du von A bis Z im Playoff. Du weißt, was kommt. Und du weißt, hey, dass sich so kleine. Ich mache nicht den Spielern einen Vorwurf, aber ich bin überzeugt, dass man das wird anschauen und sagen, oh, da könnten wir es vielleicht noch ein bisschen anders spielen. Aber das ist Playoff. Du spielst immer gegen gleich. Immer gegen gleich, oder? Dennis Malgin macht also das 1-0 in dem zweiten Match zwischen den beiden Mannschaften. Und der Dennis Hollerstein auf einem Superpass von Gehring macht das 2-0 in der 30. Ja, ein Superpass, der aber eben aus Spielersicht zugelassen worden ist. Also, da sieht man es gut bei dieser Kameraeinstellung, oder? So viel frei sind sie in der Mitte, ein Wechselfehler. Meinte vom Grossmann, bin nicht ganz sicher, wo dann eben am Dennis Hollerstein nach dem Laserpass die Chance gibt, zum allein aufs Goal gehen und sich von Biel ganz bitter war, 0-2 hinten. Eigentlich wegen einem Flüchtigkeitsfehler, weil man nicht richtig miteinander kommuniziert hat. 3 Minuten später, es läuft das Powerplay für den EC Biel. Und schon am Mittwoch hat es einen Shorthander gegeben. Das mal sind es Zürcher, die machen, Justin Siegerst. Auch da, aus meiner Sicht, ist das 1-1. Da sieht man, der Böck wird abgefangen, es geht in die andere Richtung. Siegrist gegen den Ratgeber im 1-1 und der Ratgeber, der ja, da nicht wirklich richtig gut das 1-1 kann spielen, müsste vielleicht die Beine noch ein bisschen mehr versuchen zu bewegen, gegenheben. Also da hat man Zürich 2 Geschenke gemacht, die nicht hätte sein. Inwiefern hat sich der Charakter von dieser Serie geändert oder eben gerade nicht geändert im Vergleich zum Mittwoch nach diesen... Also haben wir sehr, es hat extrem viele Gemeinsamkeiten gehabt. Ich meine, der Gast ist 1-0 in Führung. Mhm. Das war schon im ersten Spiel so gewesen. Nachher ist nach dem zweiten Drittel endet 3-1 für einen Gast. Das war schon im Spiel 1 so gewesen. Es ist einfach das Mal das dritte Drittel ein bisschen anders gelaufen. Aber es hat viele Gemeinsamkeiten gehabt. Ja, für meine Begriffe einen klar besseren ZSC gesehen als noch vor 48 Stunden. Und darum war der Match auch sehr, sehr eng. Und es hat ein paar Force-Leistungen gebraucht von Biel, nach einem 3-0 nicht unterzugehen. Nach dem 3-0 von Justin Siegrist, da hat der EC Biel die Aufholjagd gestartet. Noch im zweiten Drittel, 39. Minute, Mike Künzli, der schon zweimal am Mittwoch getroffen hat. Ja, aber vor allem super gespielt. Elvis Schläpfer kommt hinter dem Goalführer, hat den Kopf sehr, sehr schön da oben, weiss Mike Künzli. Er hat kurz die Möglichkeit für einen Direktschuss. Ich glaube auch, Kovac ist ein bisschen überrascht. Aber vom Kötzli super gespielt. Und im ersten Match, die zwei Goal, die er geschossen hat, hat ihm natürlich geholfen, heute zum gar nicht überlegen, sondern aus dieser Position einfach loszuschiessen. Jetzt gibt es noch eine Gemeinsamkeit. Es geht bereits weiter. Da kommt schon das nächste Goal. Jeresal in der 43. Minute 2-3. Zürich bringt die Scheibe nicht raus. Löw kann es abfahren, macht dann einen sehr guten kurzen Pass auf den Salin und er mit einem super Schuss. Das war sicher von Zürich auch nicht optimal gewesen, die Scheibe dort so zu verlieren. Aber Uli, 2-3 Mal hätte es die Möglichkeit gehabt, oder? Wir haben ja jetzt nicht alles gesehen, wo du wirklich den Böck am Stock hast, nicht einmal gross Druck und du bringst den Böck nicht raus. Und ich meine, das darf in so einem Playoff-Spiel einfach nicht passieren. Ich habe vorhin gesagt, es gibt vielleicht noch eine andere Gemeinsamkeit. Mhm. 0-3, 39. Minute, Biel schießt das Goal. Was ist in der 39. Minute im Spiel 1 passiert, ja, im Hallenstadion? Genau das Gleiche. ZSC. Aber für ZSC, also die beiden Spiele vom Spielverlauf her, es ist wie Zwillingsbruder und Zwillingsschwester, ja. Ja, eben. Und wir haben es ja teilweise auch davon, dass die beiden Teams so ziemlich ähnlich, ja, daherkommen mit dem Offensivspiel und so weiter. Also das wird uns noch, ja, ein paar Tage, ein paar Spiele so begleiten, vermutlich. Wir werden es gespannt mitverfolgen. Wir haben noch den Ausgleich. Fabio Hofer, schauen wir uns noch an. 6-5. Im Stand von 6-5 auf dem Eis in Sachen Spieler. Schauen wir uns einfach mal schnell den Steg von diesem Goal an und nachher noch eine Szene, wo der Mike Künzli noch im Mittelpunkt steht. Also hier natürlich, oder? Fabio Hofer, was für ein wichtiger Treffer.
Ja, ja, natürlich, was für ein wichtiger Treffer, aber ist eigentlich brutal. Ich meine, ist der Kovac nicht dort und der Verteidiger nicht dort, dann schiesst er einfach, aber klassisch am Goal vorbei. Aber vorher haben wir mal eine Szene auch schon gesehen mit dem Hofer, wo er genau in dieser Situation eben alles Pech hatte und er nicht rein ist. Und jetzt ist genau das Gleiche. Ja. Der Puck geht 3 Meter neben das Goal. Billard, ja. Ja. Aber ganz eine üble Szene noch da, genau. Von Matti, völlig unnötig. Ein Crosscheck in den Rücken vom Könzle. Und eben nicht nur in den Rücken, sondern in den Rücken Pfosten, oder? Ich meine, er hat dort gesehen, dass der Pfosten dort ist. Und ich persönlich finde, es ist absolut unnötig. Gib es doch gerade weiter. Tobi, danke, dass du jetzt danke, dass du das so jetzt hoffentlich bestätigst, was ich gesagt habe. Du wirst immer ein besserer Schiedsrichter. Nein, es ist, also die Szene ist wirklich, was die wüstest im ganzen Abend. Oder? Das ist der Künzle und der Martin kommt vom Ecken raus, hat Anlauf und am Schluss haut er ihn voll wirklich in die Wohnwand rein. Der Schiedsrichter schaut, wo der Böck ist, er schaut von mir dort drauf. Oder? Und jetzt sehen wir da, wie der Kunde ohne, er rechnet nicht damit, voll im Posten rein, hat er den Goal. Das ist brutal und da hat der Monat 5 Minuten Strafe gegeben, plus einen Ausschluss. Das sind genau die Sachen, die du gesehen hast, sind verletzungsgefährlich. Schiedsrichter haben noch lange diskutiert nachher, weil du siehst, ist es schwierig, wenn der eine Schiedsrichter näher, wo dort steht, der schaut auf den Böck, der schaut, wo geht er rein, geht nicht rein. Der Oberschiedsrichter hat nicht das beste Bild. Wir haben es noch lange diskutiert, sind 2 Minuten behindert geblieben. Bevor sie eine Strafe geben, müssen sie sein. Behinderung haben sie also gegeben, dort gegen den Christian Marti. Und so hat der EAC Biel die Chance gehabt, zum danke vielmals, Tobi, für diese Einschätzung. So hat der EAC Biel also die Chance gehabt, in der Overtime mit einem Powerplay zu starten. Wir spicken aber ein bisschen weiter, weil in dem Powerplay hat es kein Goal gegeben. Dafür ZSC Lions mit einem Pfostenschuss und einer riesen Möglichkeit. Simon Bodemann und dann geht es auf die andere Seite. Und dort ist der Toni Rajala mit dem 2. Sieg für den EAC Biel in dieser Serie. Ja, weißt, Playoff, da sehen wir den Direktschuss von Bodemann Pfosten. Logisch, wie das Spiel könnte fertig sein. Dann umgeschnitten auf die andere Seite, Konto, Doppelpass und der Rajala. Schuss Biel ins Glück. Aber es ist Playoff. Und unfassbar, einfach bei dieser Overtime, oder wie sie so nah beieinander sich haben, also da. Ja, das ist so. Auf der anderen Seite finde ich aber schon, Zürich hat das erste Spiel zuhause verloren und sie sind heute, du hast jetzt auch schon gesagt, sie sind entschlossen eigentlich auf Biel und haben einen guten Start gehabt. Aber ich frage mich dann trotzdem, oder als Zürich, du bist auswärts 3-0 in Führung und du bringst den Match wieder nicht heim. Ich meine, es steht 2-0. Und ich habe vorhin beide gesagt, ja, es ist auf Messerschneide die ganze Zeit, aber wenn es so weiterläuft, ist es dann vielleicht eben auch 4-0 für Biel. Ja, es ist einfach, oder auch das eine Parallele zum ersten Spiel. Ich glaube, Biel führt 3-mal mit 2 Goals am Mittwoch, im Spiel 1. Und jedes Mal ist Zürich gerade wieder hergekommen. Und jetzt heute haben wir sogar eine 3-0-Führung und der Gegner kommt her. Also Punkte, also Game-Management und Resultat-Management haben, glaube ich, schon beide Mannschaften schon noch ein bisschen Luft nach oben. Der Thomas Robmeier hat mit dem Robin Grossmann können reden nach dem Match. Robin Grossmann, was für ein Krimi, auch heute in dem 2. Spiel. Ob schon sich am Anfang sehr viele Fehler eingeschlichen haben bei euch, wie begründet ihr die? Ja, ich glaube, das erste Drittel war recht ausgeglichen, Chance auf beiden Seiten. Und im zweiten Drittel, Strafe und dann schiessen sie ein schönes Powerplay-Goal. Dann haben wir den Faden verloren. Wir kommen den Shorthander rüber, kommen das Goal 4 gegen 4 rüber, einen blöden Wechsel. Das darf sicher nicht passieren, aber ein riesiger Charakter von dieser Mannschaft, dass wir hier zurückkommen im letzten Drittel und der zweite wichtige Sieg holen noch. Sie haben ja schon viele Playoffs gespielt. Jetzt gerade so ein Schlüsselerlebnis, wie viel wert oder wie wertvoll kann das sein für die weiteren Partien? Ja, sicher für das Momentum und für den Moment ist es sicher gut und schön, dass wir jetzt den 2. Sieg geholt haben. Viel Moral bewiesen, aber das Floskelschwein, wie es so schön sagt, ist ein Sieg und am Sonntag geht es weiter. Genau, oder wie der Ueli Schwarz würde sagen, ist gewesen, vergessen, wegschieben und weiter geht's. Ist ja sympathisch, sie sind auch wahnsinnig bescheiden, alle die Bieler. Ich sehe es schon ein bisschen anders im Sinn von,
Also wir dürfen jetzt irgendwo durch auch stolz sein, dass man 2-0 gegen Zürich führt. Weil von Zürich ist zu wenig gekommen, aber hankerum hat Biel einfach sich auch sehr gut eingestellt. Das auf den Gegner. Das nicht zeigen. Mal, das muss man zwischendurch einfach auch sagen. Sagen können wir es, aber sie müssen es nicht zeigen. Oder? Darf er noch ein Bier zahlen? Wir haben ja keinen Talk mehr, vielleicht hat es noch eins. Also, der EC Biel gewinnt auch Spiel 2. Und die Enttäuschung und die Verärgerung kann man vorstellen, vor allem auch hier wieder, mal so ein knappes Spiel, wo man sogar noch den Sieg auf der Schaufel hatte in der Oberstein. Wir haben es gesehen mit dem Simon Bodemann. Die steigt wahrscheinlich bei der ZSC Lions. Wie tönt das beim Captain, beim Patrick Gehring? Patrick Gehring, lange haben wir das Gefühl gehabt, ZSC Lions, vor allem auch defensiv im Vergleich zum Match vom Mittwoch, viel besser gestanden. Was hat euch dann gleich aus dem Konzept herausgebracht? Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen aufgehört, Hockey zu spielen. Wir sind eigentlich fast 40 Minuten 3-0 voraus und kommen dann ein dummes Gegengol über kurz vor der Pause. Und nachher haben sie alles in die Waagschale geworfen und haben irgendwie die hohen Kluren noch irgendwie reingewirkt und Overtime erzwungen. Und, ich glaube, wir müssen weiter mutig nach vorne spielen. Ja, das hat irgendwie eigentlich gepasst, oder? Riesenchance zum einen auf der einen Seite, um das Spiel zu gewinnen, dann verliert man es. Sie haben ja schon viele Playoff-Schlachten geschlagen. Was ändert jetzt auch den Mitspieler da mit? Wie ist es auch für Sie jetzt 0-2 mit dem Rücken zur Wand? Ja, es ist damit bitter, aber eben, Playoffs gehen über also 4 Siege und schlussendlich muss man es abhaken. Ich meine, wir wollen das Rebreak schaffen, wenn man das so sagen. Wir haben es jetzt nicht geschafft, wir müssen uns selber an der eigenen Nase nehmen. Meiner Meinung nach müssen wir schon beim ersten Spiel also selber an der eigenen Nase nehmen. Und jetzt müssen wir in 48 Stunden Zürich wieder parat sein. Ja, das sind die Worte von Patrick Gehring. Eure Reaktion darauf, Thomas? Ja, er hat vorhin gesagt, ich soll so ein bisschen easy down. Ich verstehe einfach nicht aus Zürichs Sicht, dass du jetzt in meinem Eindruck hast, wir haben aufgehört Hockey zu spielen. Es ist Playoff, es ist eine riesen Erwartungshaltung, du hast eine Qualität. Du fängst am Mittwoch an, alle Augen waren eigentlich auf das Spiel gerichtet, weil du ja früher noch gestartet hast, verlierst, gehst heute relativ entschlossen auf Biel, führst 3-0, gibst den Match aus der Hand, grosse Zürich, bist 2-0 hinten. Wir haben aufgehört, Hockey zu spielen. Ja. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Uli? Ja, also nein, ist Playoff ist immer eine sehr, sehr eine mentale Geschichte. Klar muss man sich aus Sicht von Zürich extrem aufregen, mit 3-0 vorne den Match so aus den Fingern zu geben. Das ist keine Frage. Man kann sicher auch ein bisschen hadern, dass heute das Böck-Glück sicher auch ein bisschen auf Bio-Seite war. Aber man muss es gleich wegtun. Das bringt am Sonntag alles nichts mehr, wenn man noch an dem Moment hängt. Im Gegenteil, man hat auch gute Sachen gesehen von Zürich. Und ich finde, dass sie besser auftreten sind als im Spiel 1. Und aus Zürich-Optik müssen sie sich an dem orientieren. Und wenn sie sich zu lange aufreiben, wie viel Pech sie hatten, wie sie die Ärmsten sind und weiss nicht was, alles, das ist die falsche Medizin. Man muss wirklich die Zeiten kehren und halt das nächste Mal besser machen. Ich traue das übrigens Zürich durchaus auch zu. Aber Biel hat natürlich Lunte gerochen und ich traue es auch Biel zu. Charaktertest jetzt. Für ZSC Lions. Also. Ja, definitiv. Also, meine, irgendetwas muss jetzt einfach passieren. Auf der anderen Seite hast du aber einfach einen guten Gegner, das möchte ich nochmal sagen, der dagegen hebt und irgendwo bis jetzt ein Konzept gefunden hat. Aber Zürich hat eine Qualität, die sie einfach mehr müssen können auf den Boden bringen. Und somit schließen wir auch diesen Match ab und schließen auch der heutige National League Abend ab mit der Viertelfinale mit der Übersicht, die wir hier haben. Also Zug gewinnt, das höher gesetzte Team in dem Moment. Fribourg-Gottero gewinnt, auch hier das höher gesetzte Team. Das gleiche Bild bei der Rapperswil Iona Lakers und der EHC Biel führt also mit 2-0 in dieser Serie. Sehr enge Spiele am heutigen Abend, sehr spannende und überall immer wieder das gleiche Bild. Details, die den Unterschied ausmachen und wir die hier analysieren und teilweise vielleicht auch ein bisschen kritisieren, aber immer auf sehr hohem Niveau. Wenn wir da uns glaub, doch einig sind, was die National League auch hier wieder geboten hat, ist grosses Kino und das macht uns sehr viel Freude. Und apropos grosses Kino, das wird hoffentlich auch in der Swiss League geboten. Zumindest das, was man bis jetzt gesehen hat, hat ziemlich viel Freude gemacht in diesen Viertelfinals. Und das sind die vier Teams, die also im Halbfinale sind. Und da geht es dann am Montag weiter. Und zwar haben wir den EHC Kloten gegen den HC Thurgau, der Langenthal ausgeschaltet hat. Wir haben den EHC Olten gegen Schottfo. Wir haben noch zwei Teams,
die mit dabei sind, die auch um den Aufstieg spielen mit Kloten und Olten. Ihr könnt das live mitverfolgen auf MySports One. Da zeigen wir euch den Auftakt in die Halbfinalserie zwischen dem EHC Kloten und dem HC Thurgau. Montagabend 19:25 Uhr. Und wir gehen noch eine Liga tiefer. Dort haben wir nämlich einen Schweizer Meister gehören gestern Abend, der EHC Basel, nachdem sie den Aufstieg schon klar gemacht haben. Vor ein paar Wochen haben sie jetzt auch noch das Finale gewonnen, obwohl sie im Rückstand waren in dieser Serie gegen Hockey Huttwil. Und wir schauen uns den Siegtreffer nochmal an von Erik Himmelfarb. Hocic, Himmelfarb. Himmelfarb zieht los. Erik Himmelfarb. Himmelfarb, was hat er für eine Idee? Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Erik Himmelfarb trifft! Du meine Güte, 47 Sekunden! Unser Kommentator, der Raphael Walser, zum einen das Top-Leistung, aber auch das Goal von Erik Himmelfarb. Grosses Kino. Ja, der hat in der eigenen Zone Turbo gezündet. Vor allem Backhand, wenn er sich selber noch vorgelegt hat. Wunderschön. Mitspieler wäre sogar noch mitgekommen, aber hat irgendwie gespürt. 3600 Zuschauer. Das ist für Basel ist das eine super Geschichte. Ja. Und ich möchte es dem Standort Basel wirklich gönnen, dass die jetzt begeistert sind vom Aufstieg, die auch dabei bleiben. Und die Begeisterung behalten. Ich weiss, von was sie reden. Ich das selber auch schon erleben auf dem Platz Basel. Und gratuliere nach Basel. Ich glaube, sie haben, das dürfen wir hier vielleicht schon noch sagen, sie wollten seit 3 Jahren aufsteigen. Mhm. Im ersten Jahr hat es keine Playoff gegeben. Ja. Wären durchmarschiert. Ja. Im zweiten Jahr wieder dasselbe Theater. Oder? Und jetzt haben sie es geschafft. Und aus einer schwierigen Situation. Sie waren nämlich gegen Martini auch schon im Rückstand in der Serie. Und haben jetzt das einfach wollen. Und das ist grossartig, wie sie das gemacht haben. Der EHC Basel also in der Swiss League ab der nächsten Saison und Meister in der MySports League. So, wir haben nur einen Hinweis, den wir sehr gerne machen am Sonntag, bevor es weitergeht mit der zweiten Runde in der National League. Da haben wir noch Ambri Total Terniere in unserer Doc-Serie Episode 9, die das Ganze zusammenfasst. Die verrückte Woche von der Pre-Playoffs von Ambri Piotta miterlebt hat. Der ganz nahe Einblick mit unserer Doc-Serie. Das also 19:05 Uhr. 5 ab 7 Uhr am Sonntagabend. Und da schauen wir ganz schnell einen Ausschnitt an. Mitten in der Euphorie der fatale Zusammenstoß. Dominik Zwerger wird von Fabian Heldner brachial aus dem Spiel gecheckt. Zwerger läuft hier voll in den Check rein. Strafe angezeigt. Ja, das war ein harter Check. Und jetzt geht's ab in der Gotthardo Arena, genau vor der Kurva Sud. Dominik Zwerger liegt immer noch am Boden. Für den geschockten und schwer getroffenen Teamleader Zwerger geht es nicht mehr weiter. Ein Schleudertrauma legt ihn nahezu lahm. Nach einem EKG können wenigstens schwere innere Verletzungen ausgeschlossen werden. Ja, das sind sehr eindrückliche Einblicke, die wir hier gekriegt haben. Auch gerade mit der Szene von Dominik Zwerger, der den Check kassiert hat in den Pre-Playoffs. Also, Ambri Total unbedingt nochmal einschalten, dann am Sonntagabend. Und nachher geht es dann auch 19:30 Uhr los mit der zweiten Runde mit Studio
von der National League am Sonntagabend. So, das wäre es hier auf MySports One von unserer Runde im heutigen Abend. Hier im Anschluss geht es weiter mit Rookie, ein Porträt über den Biel-Verteidiger, den jungen Biel-Verteidiger, den Noah Delemo. Ich wünsche viel Spass, gute Unterhaltung und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Gute Nacht miteinander.